Hallo und herzlich willkommen zu Suicide bei Skyrim. Ich habe leider nicht aufgenommen, während passiert ist, aber ich habe wieder einen Brief von den Elfen bekommen. Dann machen wir erstmal das weiter, bevor wir dann bevor wir eine andere Quest machen. Manchmal, eine falsche Quest. Also, wir machen schon die ganzen Quests auf Warmfest, die wir haben, machen wir schon noch. Wenn ich Quests die ganze Zeit nicht bei meinen Quests haben, ich möchte die schon gern weg haben. So. Nun, der General ist, oh, Mapman. Diese Soldaten haben nicht viel getaugt. Ach, ich war wohl nicht so gut. Oh, ich hatte gehofft, ich würde euch nicht ganz so bald wiedersehen. Es sieht so aus, als hätten diesmal wenigstens ein paar der Leute überlebt. Tja, nun, die Söldner haben ihre Arbeit getan, waren jeden Septim wert. Natürlich sind manche da vielleicht anderer Meinung. Die Toten zum Beispiel. Bei den Göttern. Was für ein Debakel. Also so eine Weile tot. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber Übung macht schließlich den Meister. Ihr geht und erledigt erneut die Trauer. Und ich halte den Rest dieser Envar davon ab, davon zu laufen. Tja, die Söder sind wohl dabei gestorben. Aber ein paar, vielleicht so alle Leute haben es wenigstens überlebt. Naja, immerhin muss ich jetzt halt nicht wieder alle Bergleute bezahlen, wenn man sich hier nur ein paar einige fähige Krieger fällt und ein paar Bergleute bezahlen. Per werde ich ja fähigere Söldner kaufen. Und ich glaube, ich weiß, warum diese Bewegung-Quest nicht machen konnten, weil ich eine Mod habe, dass wir eigentlich sterben können. Da muss ja weiter sterben, vorher wie diese Quest werden wahrscheinlich noch machen. Ich werde davor diese. Das wäre ja, ich werde sterben können, den Mod deaktivieren. Das wird euch eine Lehre sein. Tja, Traugramm, aber die Traugramm sind auch nicht so starke Gegner. Hallo? Schade, egal. Was ist hier? Oh, super. Woher seid ihr gekommen? Oh nein. Nicht wieder so einer. Hat er eben mehr Leben? Hey, hat er ein Mensch geschrien? Oder ein Elf oder sowas, auf jeden Fall war es wieder ein Saugrüben. Vielleicht höre, was ich mir eingebildet habe oder so. Ist auf der Asche, aber es war von Serana. Oh, ja, okay. Das war einer der Söldner, wie es aussieht. Oder weiß nicht, ob welche Söldner waren. Aber schon bin ich überladen. Also ich glaube, hier nachgewertet ist zu Alchemisten und schauen, dass wir Tränke bekommen. Also besser tue ich. Mal schauen, dass ich Tränke bekomme. Ne, Mist, ey. Aber ich jetzt ehrlich, dieses Feuer können wir jetzt vielleicht endlich mal erlernen. Immer auch so viel Gewicht. Willst du mich verarschen? Geht doch. Das war ich sehr wert, ist trotzdem, weil wir das wollen, weiter wollen. Ja, geht wohl nicht. Müssen wir mal, wenn das freigeräumt ist, leider. Müssen wir mal, wenn das freigeräumt ist. Oh, geht doch.
Super. So. Enderman? Was ist denn, wenn wir Bergmann? Perfekt, da unten. Also, na, ein Torbärtmann ist hier auf jeden Fall. Wollen wir mal ein Stahlschwert? Obwohl, manchmal, ich habe jetzt vielleicht welche Sachen noch mitnehmen. Super. Also ich sehe hier nur, wie sehe ich jetzt. Da oben ist ein Durchgang, andere Durchgang sehe ich leider nicht und ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Wahrscheinlich durch den einen Weg, der jetzt noch nicht frei ist. Hey, wir haben ja nicht so viel frei zu räumen. Obwohl hier lang können wir noch, stimmt. Oh, mal schauen. Mist, ey. Stimmt ja. Ja. So, was haben. So, Okay, wie muss das öffnen können? Ich weiß nur noch nicht wie. Egal, gehen wir jetzt mal hier entlang. Der Seemkehrt wird erwischt. Ich würde sagen, können wir ja nicht mitnehmen. Also, hier waren wir aber auch schon mal. Schade. Mist. Okay, schon mal. Mist. Super. Ach so. Die mir hier Albino spinnen. So, Heiltränke gab's ja auch. Es mag der. Super. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, den Teil zu starten. Also verkürze ich mal auf. Mal mich halt noch 10 Minuten auf. Ab jetzt. Okay, das hätte ich eigentlich nicht rechnen können. Na, was soll's. Woher seid ihr gekommen? Hat Augre. So. Hä? So, danke. Gehen wir weiter. Woher seid ihr gekommen? Mit euch kämpft es sich gut. So. Ja, ich hab auf. So. Okay, also. Erstmal die Tür hier. Woher seid ihr gekommen?
Okay, da, okay, wenn wo, weil wahrscheinlich ist der Dauer hier. Double Todes first. Er passt ein, meine Freunde. Hä? Aber man funktioniert scheinbar nicht. Na also. So. Ja, voll beteiligt, ich weiß nicht, was ich jetzt finde. Also eigentlich müsste ich doch bei den meisten von diesen Dingern, der, also wenn ich den Fall habe, wo muss ich eigentlich den Fall auslösen? Scheint mir so wenig funktionieren. Schauen, was mal schauen, wie wir mehr öffnen können. Mist, ey. Also, aber Mist, hier ist sehr zu öffnen, aber. Das ist doch nicht so. Naja, wenn du jetzt öffnest, ist das vielleicht doch nicht so, leider. Oh. Meins. Also. Also, irgendwie sehe ich jetzt keine Möglichkeit, ich hätte das zu öffnen. Aber zugegeben, ich will nicht hinein würden, weil ich mir zugeben, ich weiß, wenn das darin ist, aber naja, man will hier nicht, von daher gehen wir wieder raus. Schau, was Ralf so dazu sagt, was wir so gemacht haben. Müssen wir wahrscheinlich jetzt wieder neue Wachen finanzieren und wahrscheinlich auch ein paar neue Bergleute. Also gut, und denn? Was denn? Ah, da. Ja, ich nehme hier jetzt erstmal mit ihm. Alle Tauge sind tot. Gut.
Wenigstens auf euch kann ich mich verlassen. Ich von habe. Ich glaube, wir sind fast am Boden des Hügelgrabs angelangt. Doch ich werde alles tun, was ich kann, um weitere Bergleute zu finden. Wir haben uns einen guten Namen gemacht. Aber mit genügend Gold kann ich es schaffen. Gerade so. Heiliger Fernsehen, wie viel? 5000. Habe ich auch so viel? Ja, ihr wollt 5000 Sätze, ne? Ich weiß, dafür könntet ihr schon fast ein Haus bekommen. Aber wie ich schon sagte, wir sind hier draußen ziemlich berüchtigt. Und Gold ist das einzige Gegenmittel gegen einen schlechten. Habe ich auch so viel Gold? Habt ihr das Gold? Das habe ich in der Tat. Gut, diesmal zahle ich für ein paar erfahrenere Haudegen. Damit dürfte es klappen. Ja, das hoffe ich. Ich will es finanzieren. Ja, komm, auch Gold. Also, ich würde sagen, wenn wir noch finanzieren müssen, dann werden wir vorher einiges erkaufen müssen. Aber wir haben ja schon so viel in diesem Haus hier. Das sollte reichen, um ihn zu finanzieren. Wenn wir es dann wieder verkaufen. Also müssen einiges von dem Zoll wahrscheinlich auch schon reichen. Wenn nicht, dann können wir auch nach Himmelsrand. Und dort einiges Zeug verkaufen, da haben wir auch schon viel verzaubertes Zeug. Falls wir auch ordentlich was an Gold bekommen müssten, habe ich einfach Zauberstab jetzt hochgelevelt. Fertigkeiten. Wenn wir ja schon ein Bett 100 habe, ob ich da auch 100 erreichen muss. Na, 100 habe ich schon, okay, dann muss ich das bald nur markieren, was ich will, also. Ich würde sagen, wahrscheinlich will ich alles vom Spielen schon haben. Wenn nicht, dann schmiede ich mir halt noch ein bisschen was mehr. Und ja, und wenn ich alles einmal habe, kann ich mich wieder zurücksetzen. Ich bin gar nicht da, von daher will ich meine Sache ab. Nee, wir schlafen, gehen mal einkaufen und ich glaube, das Video ist sogar schon vorher vorbei. So. So, das Video ist wieder vorbei. So. Aber meine Alter, wie viel Zeug habe ich denn? Ja, so ist eingesammelt, also Bierspielteil, bin ich mir nicht ganz sicher. Gehen wir da rein und schauen alle mal nach. Das ist sowieso da rein. So. Rein und damit. Ich würde sagen, zuerst einmal schauen wir jetzt mal mit dem Gift, dass wir mal unsere Schwert ein bisschen vergiften. Und jetzt schauen wir mal, ich müsste, dass wir auch ein paar Stärke und Heiltränke bekommen. Ja, es wird uns viel, können wir wieder immer Sachen verkaufen. Wir haben mehr als genug Zeug da. Stimmt ja. Hätte schaffen sollen, egal, weil ich halt. So. Es sollte ja nicht da sein.
Was benötigt ihr, mein Verkaufen? Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Nein, Zutaten, wenn ihr jetzt bei Tauben habt. Weil ich glaube, vielleicht ja, wenn es ja der Fall. Vielleicht werde ich mal ein bisschen Glück. Shit. Denk daran, ich habe okay, dann müssen wir doch mal verkaufen. Oder eine Questfeuer, die eigentlich nicht machen will. Also wir kommen jetzt zu Zaubern, Sachen, weil die am meisten wert sind. Oder dass wir einfach mehr als einmal haben, wieder wie jetzt ganz Rotistenzeug hier. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich mehrfach habe. Ich glaube es zahlt oder nicht. Also zumindest aus dieser Rüstungsmittel, aus der Sachen, die man tragen kann, also Rüstung und Diademe und so, einfach, ob ich jetzt einfach nicht mehr als einmal habe, bis ich es nur einmal habe. Falls überhaupt der Schmied so viel Gold hat, was ich nicht wirklich glaube, aber wer weiß, vielleicht ist das ist halt deutlich so viel wert, wie ich denke. Das wird eigentlich nicht zu landen. So. Gut. Okay, gut, dann. Ich glaube, für alles beim Schmied darf ich leider nicht verkaufen. Hier müssen wir aber auch mal zu Gemischtwarehändler. Naja, das ist ein Zeug, für mich darf ich nicht mehr Schmied verkaufen. Ich weiß, dass wir mein Schmied verkaufen können. Ihr wart ein gut. Heißt verkaufen. Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen. Eigentlich will ich mehr Gold. Oh, na. Da werde ich das iPhone jetzt doch hier verkaufen. Nicht alles. Bringt mir eure Waffen und Rüstung. Ich repariere sie euch. Es gibt im Leben nur wenige so große Freude. Heißt verkaufen. Okay, der ist so schlecht gelaufen. Anhänger sind überall verstreut. Ich weiß nicht. Das verkaufen. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. So. Oh. Mehr Petra warst du nicht, oder? Na, so was wert. Denk daran, ich also dann, wir sagen, sperren wir hier und im nächsten Video, manchmal. Also im nächsten Video schauen wir euch mal an, dass wir jetzt mal, also uns mal hier umkümmern. Ich bin jetzt hier schon, dass es da gibt, aber ja schon gar nicht, nur nicht weiß. Also ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da, weil es natürlich aussehen gesehen. Und kommentiert ruhig. Wenn ihr welche zu rasieren habt, dann rasiert es auch. Wenn es wirklich. Wenn ihr meine News vielleicht besser mache, dann rasiert es mir ruhig. Ich bin richtig gewohnt. Das ist das nächste Video. Bis dann, Leute. Ciao.